Die 10 Gebote gehören zu dem, was Menschen in ihrem Leben schon einmal gehört haben, ob sie sie alle auswendig kennen oder nicht. Und viele wissen auch, dass eines der Gebote etwas mit dem Verhältnis zwischen Kindern und Eltern zu tun hat. Dieses Gebot ist auch das einzige, das noch eine Verheißung enthält, also etwas, was der Mensch bekommt, wenn er sich an dieses Gebot hält. Uns begegnet es im Impuls des Tages und es lautet: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Im Dekalog, wie man die 10 Gebote auch nennt, geht es dann weiter, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Und das ist ja auch mehr als klar. Damals gab es keine Rente, keine Sozialversicherung. Die Absicherung im Alter war das gute Verhältnis zu den Kindern. Sie mussten für die Älteren sorgen. Und wenn sich dieses Gebot von Generation zu Generation fortsetzte, war auch die Zukunft der Eltern im Alter gesichert. Das alles ist heute so nicht mehr nötig. Trotzdem ist es gut, wenn man sich an dieses Gebot hält. Ach übrigens, da steht auch nicht unbedingt lieben. Da steht ehren. Wer also im Verhältnis zu seinen Eltern, durch welche Umstände auch immer, Schwierigkeiten hat, muss sie nicht unbedingt lieben. Aber das Ehren bleibt.